Die Austrotherm-Uniplatte ist eine Sanitärbauplatte und das ideale Trägerelement für alle Arten von keramischen Belägen wie Fliesen im Dünnbettverfahren. Sie besteht aus rosa extrudiertem Polystyrol-Hartschaum und beidseitiger mit Textilglasgitter armierter Spezialmörtelbeschichtung. Vor dem Verkleiden der Flächen ist eine gründliche Untergrundvorbereitung notwendig. Saugende Untergründe werden mit einer Grundierung versehen. Die Grundierung ist unverdünnt mittels Roller auf den Untergrund aufzutragen. Bei nicht saugenden Untergründen ist die Grundierung ebenfalls mittels Roller aufzutragen. Das Zuschneiden der Austrotherm-Uniplatte kann entweder mittels Cutter-Stanley-Messer, Fuchsschwanz oder Stichsäge erfolgen. Die Montage an der Wand kann mittels vollflächiger oder Punktverklebung erfolgen. Bei der vollflächigen Verklebung ist der Flex-Klebemörtel mittels Kammkelle 10x10 mm vollflächig auf den Untergrund aufzutragen. Die Platte wird dann in das Kleberbett eingelegt, angedrückt und mittels Wasserwaage ins Lot gebracht. Alternativ erfolgt der Kleberauftrag mit der sogenannten Wulst-Punkt-Methode, das heißt randumlaufend mit einem ca. 5 cm breiten Streifen sowie ca. 5 Mörtelbatzen per Quadratmeter. Danach wird die Platte vollflächig angedrückt und ausgerichtet. Die Plattenstöße sind mit Klebemörtel zu überspachteln, wobei eine Armierung mit einem Glasseidengewebe oder Dichtband im Feuchtbereich erforderlich ist. Beim Herstellen von Trennwänden, Ausbilden von Badewannenverkleidungen usw. werden als Montagehilfe am besten Austrotherm-Befestigungsklammern verwendet. Diese werden an Wand bzw. Boden geschraubt. Die Austrotherm-Uniplatte kann sofort angebracht werden und wird mit einem Spezialklebstoff an der Wand und miteinander verklebt. Auch die Austrotherm-Befestigungsklammer ist rasch montiert und wird mit dem Spezialklebstoff verklebt. Schon fügt sich eine Austrotherm-Uniplatte an die andere. Die Plattenstöße werden wiederum mit Glasseidengewebe oder Dichtband im Feuchtbereich geschlossen und mit Klebemörtel verspachtelt. Auf Estrichen, Beton und sonstigen Unterböden ist die Platte vollflächig zu verkleben und darauf zu achten, dass sie absolut plan und hohlraumfrei aufliegt. Bei Verwendung der Austrotherm-Uniplatte auf Holzständerkonstruktionen oder auf Holzfußböden empfiehlt es sich, mindestens die 3 cm starke Platte zu verwenden. Die Verklebung auf der Holzlatte erfolgt mit dem Spezialklebstoff. Die Austrotherm-Uniplatte L-Winkel sind raumhohe Fertigelemente. Sie erleichtern die Herstellung von senkrechten und waagrechten Rohrverkleidungen wesentlich. Die Verklebung der Rohkästen erfolgt ebenfalls mit dem Spezialklebstoff. Die Plattenstöße sind wieder mit dem Glasseidengewebe oder Dichtband im Feuchtbereich zu schließen und mit Klebemörtel zu verspachteln.